Meine lieben Kinder der Nacht, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Wir haben letztes Mal Manuel Calavera getroffen, meine lieben Freunde, und ja, was ich jetzt irgendwie wirklich machen soll, weiß ich gar nicht. Ich muss die Treppe hier hoch. Treppen finde ich irgendwie ganz, ganz sympathisch. Ich mag Treppen, ne? Ach, da kommen wir her. Ah, okay. Gut, das leuchtet ein. Das macht, ergibt Sinn. Macht Sinn, ergibt Sinn. Was ist denn hier? Okay, gehen wir hier gucken. Ach, komm, Gott. Ich glaube, da können wir nicht runter. Okay, gehen wir zurück. Kommen wir hier noch? Da ist noch irgendwas. Ist hier noch was? Ist hier nichts mehr? Hallo? Okay, ich glaube, wir müssen da irgendwie rüber. Ne? Wenn du so eine eingefallene Brücke hast, ne? Und das ist, denn meistens muss man rüber. Okay, dann gucken wir mal ganz kurz. Wir haben jetzt hier Manuel Calavera. Okay, wir gehen nochmal zurück. Moment. Geh mal hier hin. Okay, das war Manuel Calavera. Okay. Wir gehen nochmal hier. Ich will nochmal die Treppe hoch. Mal gucken, ob wir da oben noch irgendwas übersehen haben, Freunde. Denn das haben wir auch noch nicht alles erkundet. Ne? Es fehlt ja noch so viel. Das ist ja... Oh, das ist der Aufzug, glaube ich. Ist das der Aufzug? Okay, kommen wir in die andere Richtung irgendwie rein? Ah, da ist auch noch was. Genau, da waren wir. Aber... Zurück kamen wir ja nicht mehr, aber hier. Hier haben wir eben in der letzten Folge mächtig bei der Bumm gemacht, ein bisschen Krach und so. Können wir denn hier irgendwas? Das will er ja nicht mehr. Er steckt fest, genau. Steckt fest in die hier. Können wir nichts machen? Okay, dann gehen wir nochmal zurück. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau weiß, wo... Wie gesagt, das ist halt ewig lang her, dass ich das Ding gezockt habe, liebe Freunde. Und so genau weiß ich es echt auch nicht mehr. Okay, wir sind jetzt hier, da geht's zur Treppe zurück. Wir gehen nochmal hier gucken. Aber wozu haben wir denn da das Feuer angemacht? Wahrscheinlich nur, um zu gucken, dass das Mannys Arm da irgendwie liegt, ne? Haben wir denn sonst irgendwas, das wir abfackeln können oder so? Nee. Ein paar Schlüssel. Okay, mal gucken. Da ist die Brücke, die Treppe. Okay. Gehe ich hier nochmal runter? So. Können wir denn? Ah, Freunde. Brechstange nochmal? Nee, dann nehmen wir das mal. Ist zwar keine Brechstange, aber ja nun. Mal gut gegangen, Freunde. Ne? Das ist aber... Oh, was ist das? Das ist... Gar nichts. Es stecken ein paar Flöcke. Was ist das? Das ist alles irgendwie... Aha. Hier ein paar Steine mitnehmen. Okay. Und hier? Da geht eine Treppe. Komme ich da jetzt gerade her? Da komme ich hier her? Gehen wir hier in die Mitte. Kann man sich immer ein bisschen... Oh, das ist ein Tisch. Oh, da gibt es was zu essen. Ich habe Hunger, Freunde. Ich habe totalen Hunger. Ja, ich habe echt Hunger. Ich habe noch nicht viel gegessen, Freunde, aber...
Da ist was drin. Hier muss da irgendwas drin sein. Freunde, hier, hier, da. Irgendwo muss was drin sein. Ich will dieses Zücken. Okay. Dann gucken wir mal hier. Wo kommt denn da vielleicht irgendwo? Was ist das? Das ist keine schlechte Idee, aber ich glaube, es fehlt noch was. Ja, aber was fehlt denn noch? Da kommen wir, glaube ich, zurück. Ne? Und hier die Treppe. Wir gehen mal die Treppe hoch, Freunde. Ich weiß es ja auch nicht ganz. Da kommen wir daher. Ja, Spielgame 45 in Orientierung. Ihr wisst, das ist schrecklich. Hä, ich bin doch gerade die Treppe hochgegangen, oder nicht? Was ist, wenn ich hier klicke? Okay, da stehen wir am anderen Ende der... Warum kriege ich hier keine Tür auf, Freunde? Ich will eine Tür aufmachen, hallo! Na gut, okay. Dann ist da aktuell wohl nicht viel zu machen. Das ist aber schade, so eine schöne Tür und wir können nichts machen, Freunde. Können wir hier irgendwo runter? Ich glaube nicht, ne? Okay, der sagt da fehlt ihm noch irgendwas. Aber... Ah, da geht's auch noch weiter, okay. Das ist aber mächtig finster. Das ist. Ich habe schon mal gesagt, wenn es dunkel ist, müssen wir singen. Ne? Gut, da gibt es auf jeden Fall eine Lore. Ist denn wieder eine 666 drauf? Das ist. Die 666. The number of the beast. Wer war das noch? Das ist. Das ist gar nicht. Er hat nochmal 666 gesungen, das war Judas Priest, ne? Egal, wir gucken mal hier. Sieht eine Klappe aus wie in einer Geisterbahn. Wie ich meine, es ist ja auch alles ein bisschen spooky hier, muss man ja schon sagen, ne? Aha. Okay. Oh, da können wir hoch. Prima. Hallo. Können wir es ein bisschen Indiana Jones-mäßig Lore fahren? Das finde ich ja da super prima. Aha. Leute, Indy. Oh, ich wollte was dranhängen. Ich hatte eingesteckt, was. Ja, es ist ein bisschen schade, dass die Sachen nicht beschriftet werden. Das macht mir ein bisschen Angst und Sorge, aber die meisten Teile haben wir ja gefunden. So, kommen wir wieder raus. Okay, jetzt haben wir den Indiana Jones perfekt gemimt. Willst du nochmal Logo fahren? Ich weiß nicht. Wollt ihr nochmal Logo fahren wollen? Das ist eine prima Sache hier. So, pass mal, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Schönes Licht steht da, ein paar Teller. Ich habe so einen Hunger vorne. Ich habe echt so einen Schweinehunger. Ich geh nochmal hier durch. So, pass mal auf. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne, das ist schon alles mit. Oh ja. Aber es fehlt noch was. Ich glaube, vielleicht könnte der Haken jetzt. Ich bin nicht ganz sicher. Mach den weg, den Scheiß. Er macht nichts. Moment, mal gucken, vielleicht können wir da diesen komischen Haken da reinballern. Sim, Sam. Ah, es ist bitter, dass es teilweise echt nicht angezeigt wird. Ne, das ist, da suchst du dich, na, wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, aber wenn du das nicht gespielt hast, ne, da suchst du dir den Wolf, Alter, und das ist... Hey. Auf dem weichen Stellenplatz, das ist, was ist da? Das ist, da geht's, glaube ich, wieder hoch. Okay, das ist, Hier waren doch eben irgendwie ein paar Fässer runtergefallen oder so. Oder habe ich das falsch verstanden? Und jetzt kommt er jetzt rein? Jetzt nochmal Indiana Jones? Tatsächlich.
der liebe Jonathan genau wusste, wann und wo er absteigen muss. Das ist beeindruckend. Jonathan, ich bin beeindruckt. Geht's nicht mehr hin? Okay. Oh, eine Planke. Oh, da geht's rein. Da geht's rein. Oh, das ist so. Wie testen wir das mal aus? Was ist der? Was ist das? Der Drachenring dran? Das sieht so aus, Kollegen. Das ist. Wie praktisch, wir haben irgendeine Brücke, haben wir klar gemacht. Warum auch immer. Das wird sich wahrscheinlich gleich zeigen. Okay. Gut, das scheint die Brücke zu sein, welche wir geöffnet haben. Ah, sieht doch alles sehr einladend aus. Dann klicken wir mal auf den Pfeil. Mr. Benzin, aha. Ich will aber nochmal die Ratten, ich will nochmal die Fledermäuse, ich will die nochmal verhauen. Ich mag Fledermäuse alles. Aber ich finde die wahrscheinlich auch ein bisschen lästig, so wie ich auch. Ne? Aber gut, wir haben einen Kasten Benzin. Haben wir denn irgendwas? Wir haben ein bisschen Feuerzeug, das ist schon richtig. Aber können wir denn das Ding jetzt in die Luft? Mr. Benzin, ja, das habe ich ja verstanden, Kollege. Oh, was ist das? Lampe. Cool. Und wenn wir jetzt die Lampe da drauf werfen auf den Kanister Benzin, damals gab es ja noch keine Batterien, das war alles noch mit Feuer und so. Und dann können wir das war so eine Feuerzeug. Ich glaube, die hat ja geleuchtet, so müssen wir nicht anzünden. Dann machen wir es mal hier. Mächtig. Badabum! Karl? Liebe Leute. Das ist unsere Lore, ich weiß. Oh, da geht's auch noch weiter. Ganz unten. Da ist eine Lore, okay. Sonst geht das wahrscheinlich wieder weiter. Und ich will mich aber vorhin noch mal ganz kurz umgucken hier. Da geht's wieder raus, da geht's zur Lore, da geht's auch nicht mehr lang. Na gut, dann können wir in die Lore irgendwie reinklettern. Wo ist die Lore? Von hier sehe ich die gar nicht. Gehen wir hier, Zim. Ja, gehen wir einfach geradeaus, denn wird das schon, ne? Wird schon seine Richtigkeit haben, Freunde, ne? Kenn ich ja nix, ne? Ah. Oh. Wir müssen jetzt springen schnell rein, sonst ist er weg. Ach, sie hält an. Na, das ist ja praktisch. Da kann man ja super einsteigen. Aber will man das? Will man das? So, unser junger Freund geht also zum Schloss. Seid ihr sicher, dass er den Ring bei sich hat? Gut, sehr gut. Ich werde euch belohnen. Nun denn, er wird erfahren, was es bedeutet, sich mit mir anzulegen. Es gab keine größere Qual für ihn, als bei seinen Nachforschungen von mir behindert zu werden und die kostbare Zeit dahinschwinden zu sehen.
Doch die Sonne geht bereits auf und ich habe keine Zeit mehr, mit meiner Beute zu spielen. Jetzt geht er dem Tod entgegen, doch das hat er noch nicht erkannt. Ja, die Sonne ist unser Freund. Das war Dracula. Die Leute, habt ihr ihn gesehen, habt ihr ihn erkannt? Das war Dracula und ich glaube, Freunde, ich glaube, wir sind jetzt auf dem Schloss. Da sehe ich zwei Pfeile. Darf ich mir vorstellen, Schloss Dracula, meine lieben Freunde? Das macht mir jetzt bedingt Angst, aber ich... Wir gehen hinter, da sitzen ein paar Hunde. Das ist... Na, was machst denn du da? Bist du da am machen? Das ist ja unglaublich. Da ist eine zerbrochene, das ist... Komm hier, oh, da komm hoch. Klopfen wir mal. Wir sind hier besonders ein Hacker, ne? Wir wollen hier eine Versicherung verkaufen, Kollege. Abgeschlossen, als hätte ich es nicht geahnt, Freunde. Die gibt doch zu, dass der da gerade am Kacken ist. Also unglaublich. Jetzt guck dir das doch mal an. Obwohl, ich glaube, naja, ich glaube, er bewacht hier irgendwas. Wo ist da eine Banane im Schnee? Geh mal weiter, Freunde, geh mal weiter. Die Hunde beobachten uns. Das Schloss wirkt sehr malerisch. Ich habe mich jetzt gerade erschrocken. Ich dachte, da stand einer. Das. Gehen wir mal hier dann. Hier geht's runter, hoch. Erst runter oder erst hoch, Freunde? Diese Frage werden wir in der nächsten Folge beantworten. Runter oder hoch? Das ist hier die Frage. Ich sag vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt sind wir in Schloss Dracula oder auf Schloss Dracula. Wer mein Sims Let's Play gesehen hat, ne, der weiß, ne, wir haben alles schon gesehen, aber da war das alles ein bisschen bunter und hier ist es doch eher ein bisschen die Leute in diesem Sinne. Ab in die Runde, Freunde. Halt, ich hab grad Ciao, sagt er. Du bist ein Hacker. 45.